der müsste ja jetzt Fotos haben. Hier, der Text ist nicht mehr gelb. Weißt du zufällig, wo ich ein paar Fotos bekommen könnte? Du weißt schon, die gute Sorte. Der Herr Lachbläser wollen kaufen ein paar schweinische Bilder. Mhm. Aber nein, ich interessiere mich nicht für Pornografie. Ich bin Künstler. Nacktkünstler. Oh ja, Künstler. Ich auch Künstler. Und das hier ist ein sehr ungewöhnliche. Ach wirklich? Wie das? Nun, es sind Bilder von dir. Was? wie? Hey, woher hast du denn solche Bilder von mir? Oh, das ist kein Problem. Schneller Film, sehr schneller Film. In der Tat, dann nicht sie her damit. Nun, ich schätze, ich sollte wohl ein paar Bilder von dir kaufen. Kann ich's auf mein Zimmer schreiben lassen? Na, von mir ist nicht okay so. So, das heißt, wir haben Bilder bekommen. Und damit... Tschüss denn, X-Wings. Ja, tschaußen. Na tschüss, Klugscheißer. So, wir haben also Bilder. Und jetzt können wir, wenn wir in unsere Tasche gucken... Achtung bitte, oh, eine Durchsage. Yeah. Das ist Larry, wie er gerade zwischen zwei... ohne Seilhüpfen der Damen gewonnen. Oben oh, ohne... Oh Mist, da habe ich ja wirklich mal was verpasst. Da hat Larry recht. Jetzt können wir nämlich das Foto mit dem Kleber benutzen. Gut gemacht. Jetzt sind die Fotos von dir nicht nur dreckig, sondern auch klebrig. Super. Und jetzt können wir das Foto höchstwahrscheinlich mit dem... Nein, Schiffskarte war das nicht. Kabinenschlüsselkarte. Gute Idee. Ja. Ja, aber zuerst werde ich etwas von dieser Leistengegend wegreißen. In der Tat. Die Leistengegend der Damen sollte nicht auf dem Foto auf meinem Ausweis zu sehen sein. Denn wir können uns den angucken. Damit hast du wohl die erste pornografische Ausweiskarte der Welt produziert. Ja. Mir gefällt die Art. Wenn du meinst. So, dann können wir ja jetzt über die Karte in die das Atrium gehen und uns hier beim Purser mit dem unseren Pass holen. Ich hätte gerne meinen Pass, bitte. Wofür? Den brauchen Sie hier an Bord nicht. Geh damit. Sehen Sie, hier ist mein Ausweis. Das ist doch das, was ihr haben wollt, nicht wahr? Und jetzt packen Sie sich, Sie perplexer Paranoiker, und bringen Sie mir meinen Pass pronto! Jawohl, der Herr. Flittchen. Aber zackig. ZZ. Bitteschön, verlieren Sie ihn nicht. Hier auf dem Schiff lungern genügend finstere Gestalten rum. Die warten nur darauf, arglosen und unvorbereiteten Gästen solch fette Beute aus der Tasche zu ziehen. Das bezweifle ich. Wir sind ganz einfach paranoid. Mhm. Oh, vielen Dank, der Herr. Wir hochrangigen Offiziere können ja gar nicht genug bekommen von solchen Beleidigungen durch dieses elende Passagiergeschmeiß. Der Typ... Die weißen Freizonen... Der Typ hat aber auch irgendwie... ja, einen an der Waffel, würde ich sagen. Dann mal wieder zurück zu X-Quiz und ihm... Eda! Du schon wie... Genau, dem wollten wir jetzt... so, benutzen... Pass. Ich weiß, wie gerne du reisen möchtest, X-Witz. Ich bin selbst ein bisschen ein Weltreisender. Ich habe sogar meinen Pass dabei. Wie, du hast einen Pass? Ich nie gesehen amerikanischen Pass. Mir zeig einen Pass. Lass mich sehen, Pass. Danke. Tschüss. Weg ist er. Verdammt, wo ist der bloß hin? Aber er hat hier einen Schlüssel hinterlassen, den wir gleich mal mitnehmen werden. Gute Idee. Du kannst auch gleich etwas im Tausch gegen deinen Pass bekommen. Jetzt haben wir auch endlich einen Blick auf den hier, Heilige Ahne. Das muss wohl einer der Ahnen von Exquisite sein. Mhm. Sonst gibt's hier nichts. Nein, nö, nein. Na gut, die kennen wir schon. Was ist das denn? Hängende Laterne. Diese Lampen stehen wohl für die neue Lebenseinstellung von Exquisites. Wenn man lange genug rumhängt, darf man vielleicht am Ende ausgehen. Jo, gut. Damit hätten wir jetzt den Schlüssel. Und soweit ich mich erinnere, gibt es einen Koffer, den wir holen sollen, weil eine gewisse Dame ohne Klamotten den Nacktpool nicht verlassen darf. Also, Bugladeraum... Hinterer Laderaum, unterer hinterer Laderaum. Probieren wir erstmal den hier. So,
Benutzen. Wo ist denn der Hausmeisterschlüssel? So. Passt! WTF? Was? Was? Okay. Was passiert hier gerade? Okay, da werden Bowling-Pins eingesaugt. Und die werden dann von der Maschine dann nach oben getan. Und da gibt es einen Biber. Ach klar, weil die Bowling-Pins gehen über Bord und der Biber da, der nagt neue aus irgendwelchen Holzbaumstämmen, die höchstwahrscheinlich eine Etage unter uns sind. Bowling-Pin-Behälter. In diesem Behälter werden die Bowling-Pins gelagert, nachdem sie von den Bibern in einem anderen Lagerraum geschnitzt worden sind und zum Schleifen... Ach, wen interessiert schon der ganze Herstellungsweg? Die Hauptsache ist, das sind Bowling-Pins. Habe ich doch gesagt. Können wir da... Gucken wir mal rein. Das ist wirklich unglaublich. Aber was machst du in einem Behälter voller Bowling-Pins? Wir nehmen uns welche. Können wir da nehmen? Du musst dir doch nicht jedes einzelne Teil auf diesem Schiff unter den Nagel reißen, oder? Doch, ja. Nein, du musst dir nicht jedes einzelne Teil auf diesem Schiff unter den Nagel reißen. Okay, wir könnten da wahrscheinlich irgendwas reintun. Mal sehen, haben wir irgendwas, was wir da reinschmeißen können? ist das eine abwegige Idee, wenn ich jetzt da einfach mal, was war denn das? Die Gleitcreme reintun? Verschwende das wertvolle Zeug nicht. Das hat einen mächtigen Grund. Okay, gut. Können wir nicht. Können wir den Deo-Spray? Alle Bowling-Spieler, die ihren Teil des Wettbewerbs noch nicht beendet haben, bitte sofort zur Bowling-Bahn. Es sind noch Bahnen frei. Auf die Pins. Jo. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Bowlingkugel und müssen die schön mit Gleitcreme einreiben. Und dann wird es ein wahrlich explosives Bowling. Nur wo kriegen wir jetzt eine Bowlingkugel her? Ich nehme mal stark an, dass es hier nichts weiter gibt. Also gehen wir mal einfach einen Laderaum tiefer. Und, Hausmeisterschlüssel. Okay. Das sind also die Biber, die die Bowlingpins bauen. Okay. Die sind ja putzig. Venezuelanischer Biber. Das ist aber mal ein gut aussehender Biber. Mhm. Und der hier? Holz. Vor wenigen Tagen noch eine stolze Eiche. Jetzt ein Hors d'oeuvre für Biber. Okay. Eine Käfigtür. Machen wir mal auf. Obwohl aufschließen da stand. Diese Tür ist unverschlossen. Sobald du also weißt, was du da drin willst, ist alles klar. Okay. Ich weiß nur nicht, was ich da drin will. Endlich mal eine Tür, die nicht verschlossen ist. Was? Was will denn der da oben? Das ist aber mal ein... Ach so, immer dasselbe. Können wir damit irgendwas mal sehen? Verschwende das Wert. Nee, gut, das können wir nicht. Mal sehen. Limettensaft? Nein. Illustrierten? Nö, nein, nö, nein, nö, nein. Nein, 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 nö, 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 nein, nein. Sieht genauso aus, wie es den Anschein hat. Okay, gut. Wir können hier gerade scheinbar aktuell nichts machen, weil uns irgendwas fehlt, was wir den Bibern da... Cyberzone 2000? Cyberzone 2000, das neue Sport- und Fitnessgetränk, das ihren Biber fit, schlank und braun erhält. Bekannt aus dem Fernsehen. Können wir das denn, nehmen? Das? Mitnehmen? Nö. Können wir den Bibern da irgendwas reinmischen? Das Rezept. Wir brauchen doch irgendwelche Bibermilch. können wir den melken? Ja! Wenn du meinst, das schaffst du, bitte? Der Nächste! War es schön für dich?
Sag mir jetzt nicht, dass das männliche Biber waren. Oh, ich höre immer noch dieses... Ja, ich bin hier. Warum geht der automatisch zur Karte zurück? Jetzt können wir in der Küche Käse herstellen mit dem Cyberkäse 2000. Oh Mann, jetzt habe ich echt einen Run. Also die letzten 3 Stunden waren quasi gar nichts. Pff, da habe ich nichts gerafft. Aber jetzt geht's ab. Da, Bibermilch. Rein in den Käsemeister. Nochmal, Larry. Dir fehlt was. Was? Ich wünschte, ich bekäme eine Mark für jedes Mal, wo ich mir das anhören muss. Nein, dir fehlt eine entscheidende Zutat, um Käse machen zu können. Oh. Na toll, welche denn? Och nö, ich dachte, jetzt habe ich einen Run. Endlich, juhu, Käse machen und so. Aber nein, irgendwie fehlt mir noch was. Kann ich da denn stattdessen Limettensaft reintun? Nochmal, Larry. Ich wünschte, ich... Nein. Ja. Oh. Können wir vielleicht in unserer Tasche... okay. Können wir die benutzen mit dem Limettensaft? Du könntest etwas zubereiten, wenn du nur ein... Ja. Und wenn ich alle Zutaten hätte, können wir den denn mit dem... Nein, können wir nicht. Also, ich gucke mir nochmal das Rezept an. Also, wo ist die... War das Rezept? Ja. Lesen. Diese Seite enthält das Rezept für venezolanischen Biberless-Käse. So. Die Zutaten sind Bibermilch. Ja. Natürlich ist die Milch des venezolanischen Bibers jeder anderen Sorte vorzuziehen. Eine Prise Salz. Habe ich. Kälberlab, das zur Not auch durch Zitronensaft ersetzt werden kann. Und einen Hauch von Schimmel. Habe ich nicht. Was besonders gut zu... Ich weiß. Zu Kumquats. Ja, ja. Den Text brauchen wir jetzt nicht, weil, hier, Kumquat, Orange und so weiter. Apropos, in Scheiben... Achtung bitte, eine Durchsage. Apropos, Donner, in Scheiben geschnitten, wir können ja hier mit der Guillotine die Kumquats schneiden, oder? Wenn du nur ein Rezept hättest und eine Küche. Ich hab doch ein Rezept. Also wir brauchen irgendwo Schimmel. Wo auf dem Schiff finden wir... Gut, jetzt abgesehen von der Küche. Ich könnte ja mal in meiner Kabine nachgucken, ob da irgendwo Schimmel rumliegt. Ist hier irgendwo Schimmel? In der Dusche vielleicht? Diese Sicherheits... Also... Plus mi... Klar. Ist... Ich habe gerade ein Dildo gefunden. Yeah, baby! Putzeimer. Auch wenn es so aussieht, als ob 2 Rohre neben da... Also... Nicht ganz... Gut, okay. Aus Überschüssen der Armee hat man dir allerfeinste Feldbetten zur Verfügung gestellt. Also, das ist gut. Nicht ganz so gut. Es stammt aus Beständen der usbekischen Armee. Und der Grund für den Überschuss ist ganz einfach der. Du schläfst auf diesen Dingern nicht so komfortabel wie auf der gefrorenen Tundra. Jetzt, ja. Gut, okay. Also, irgendwie komme ich jetzt gerade nicht zurande. Aber ich war noch nicht im Bugladeraum. Das ist jetzt der letzte, da muss doch einfach ihr Koffer rumliegen. Oh nein! Wie soll ich denn in diesem Haufen jemals Bruce Koffer finden? Das ist ja wie die Sache mit der Stecknadel im Heuhaufen. Ich weiß nicht, wonach dieses Feld roch. Aber auf jeden Fall ist das ihr Koffer. Auf dem Namensschild an dem Koffer steht Drew Barrymore. Endlich mal ein bisschen Glück. Dann nehmen wir den nochmal. So. Da ist Dildo. Yeah, baby. Leider müssen wir warten, bis der weggehüpft ist und das... Genau, der Hinweis erschienen ist, dass wir 22 von 32 haben. So, sonst können wir hier nichts angucken. Nein. Ich wollte mal kurz in meine Tasche gucken, ob wir den öffnen können. Andere öffnen. Das brauchst du nicht zu öffnen. Vertrau mir. Na gut, dann nicht.